Jo Leute, willkommen wieder zurück in Bowsers Burg. Hier auf der Minispielinsel habe ich zuletzt auch die 7. Welt abgeschlossen. Das bedeutet, wir gehen noch eine Etage weiter nach oben. Und zwar in den 3. Stock der Burg. So, die letzte Etage dieser Burg. Und hier wird natürlich erstmal schon gespeichert. Ja, gute Arbeit, was möchtest du tun? Speichern und weiterspielen. Das soll die dumme Frage. So, jetzt haben wir schon 38 Minigames gewonnen. Fehlen nur noch mal 12. Ja, bei Spiel, mit dem du mit deinem Partner spielst, strengen sich die anderen nicht zu sehr an. So hast du eine faire Chance, mit deinem Partner vom Floß gegen die Computerspieler anzukommen. Tatsächlich. Wäre sonst auch ein bisschen unfair. So, jetzt haben wir hier das erste Minigame in Welt 8. Der Glühbirnentanz. Trage die Glühbirne bis zu ihrer Fassung. Du beendest den Level, indem du die Fassung erreichst. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ready? Go! Na, ich würde sagen, den Buhus ging gerade ein Licht auf. Und wir machen weiter mit dem Grabbelbeutel. Greif die anderen und stehle aus ihren Taschen Münzen. Erbeute mehr als 15 Münzen, um den Level zu beenden. Nichts leichter als das. Nun, ich würde sagen, das war mehr als ausreichend Geld, denn ganze 41 Münzen habe ich erwischt. Obergeil. Oh, knapp kurz vom One-Up irgendwie. 98 Münzen. So, das hier kann ja eigentlich nur draußen bleiben sein. Aber wir bleiben nicht draußen, wir bleiben lieber drin. Lass die Stachelkuppers nicht an den Schlüssel gelangen. Öffne die Tür und beende die Level. Das ist sowieso eines der leichtesten Minigames überhaupt, weil ich habe ja den Schlüssel.
Na, was habe ich gesagt? So ziemlich das einfachste Minigame, was es gibt. Und jetzt habe ich 50 extra Leben. Ist das nicht geil? So, jetzt wird es aber nochmal richtig knifflig. Bei Bowsers Knallfall. Obwohl, das habe ich bis jetzt auch immer gewonnen. So schwer ist das gar nicht. Bring den Bowser-Ballon durch Drücken von A und Z zum Platzen. Du beendest den Level, wenn dein Ballon als erster platzt. Na nee, als letzter, Beste. Natürlich als erster, du Trottel. Geil! Wieder ein Leben mehr und wieder 10 Münzen. Die haben einfach keine Chance hier, denn es ist jetzt allen das Trommelfell geplatzt, als mein Ballon geplatzt ist. So, und was kann das hier wohl sein? Genau, Bowsers Grimassen, eins meiner liebsten Minigames. Aber da muss ich mich, glaube ich, ziemlich anstrengen, da brauche ich eine sehr hohe Punktzahl. Verforme Bowsers Gesicht, damit es wie gezeigt aussieht. Du benötigst mehr als 90 Punkte, um den Level zu beenden. Also das ist schon eine ziemlich harte Regel. Mehr als 90 Punkte, weil sonst habe ich verkackt. Alles klar. Ich habe sogar weit mehr als nur die 90 Punkte erreicht. Ich war einfach der Beste. Die anderen waren alle viel zu schlecht. So, und das letzte Minispiel hier in Bowsersburg ist jetzt das große Münzprügeln. Du verkleidest dich als Bowser und wirst von allen verfolgt. Behalte am Ende mindestens eine Münze übrig. Okay, mindestens eine Münze werde ich ja wohl schaffen können. Und wenn ich nur wie ein Trottel im Kreis laufe, ist mir das auch egal. Wenn wenigstens eine Münze übrig bleibt, habe ich trotzdem gewonnen. Das ist ja nur fair. Das war doch easy peasy. Die haben mich nicht einmal erwischt. Die haben mich nicht mal berührt. So, 20 Münzen gibt's. Also ihr habt gesehen, der Trick dabei ist, dass man einfach immer große Kreise läuft, immer an der Außenmauer entlang laufen und die haben ja das Problem, dass sie mit dem Hammer nicht ganz so schnell ausholen können. Die brauchen da mal so ein Sekündchen und da kann man am besten einfach wieder weiterlaufen. Der Trick ist da einfach nicht stehen zu bleiben und dann kann man auch nur gewinnen. So, und Leute, es geht durch den Burgausgang wieder hinaus. Ist das nicht schön? Jetzt klingt das hier so himmlisch, weil das ist jetzt die letzte Welt, Leute. So, natürlich kann ich hier nochmal speichern, das tue ich auch.
So, gute Arbeit, das möchtest du so speichern und weiterspielen, Truggle. Yeah, das fehlen nur noch mal 6 Minispiele. Das Ziel ist in greifbarer Nähe, nur noch ein paar Minispiele. Werde nun nicht noch unvorsichtig. Na, aber wo werde ich denn? So, und ihr seht, jetzt ist hier auch dieser Felsen, der da vorhin unten war, verschwunden. Jetzt kann man auch hier wieder zurückgehen. Und, ja, keine Ahnung, wozu man das überhaupt machen wollen würde, wenn man vielleicht die eine Welt ausgelassen hat oder irgendwie so, dass man das noch nachholen kann. Aber nein, es geht natürlich jetzt hier weiter in Welt 9.1. Fehlen nicht mehr viele Minispiele. Ich finde das so geil, jetzt klingt das hier so... Ja, es klingt halt so ein bisschen so himmlisch und so, weil jetzt geht's dann quasi ab in die Wolken. Es ist der letzte, der Endspurt, wenn man so will. Also, es ist einfach nur geil und es müsste sich in dem Part theoretisch sogar noch ausgehen. Na, schauen wir mal. Also, Welt 9.1 ist logischerweise das Hammerwerfen. Fang die Münzen, die der Hammerbruder herunterwirft. Sammle mehr als 10 Münzen, den Level zu beenden. Was? Nur 10? Ist ja lächerlich. Es reicht ja, wenn ich 2 Geldsäcke erwische, dann habe ich die 10 Münzen schon zusammen. Und los geht's. Jawohl. So, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich erwischt? Oh, 24 Münzen, wie geil ist das denn? Ich glaube, der letzte Geldsack, der da noch nach Ablauf der Zeit runtergefallen ist, den hat auch noch Mario bekommen. Und es geht weiter zur Rennbahn. Wohlgemerkt, die Rennbahn 1. Drücke den Joystick leicht und fahre dein Auto ins Ziel. Gewinne das Rennen, um den Level zu beenden. You don't say. Hahaha! Erster! Das war gar nicht mal so schwer. So, das kann jetzt eigentlich nur noch das Hühnchenspiel sein. Ich hab doch gute Augen. Ich schaff das schon. Die Koopas verbergen eine Truhe voller Münzen. Finde den Koopa mit der Schatztruhe, um den Level zu beenden. Ja, und da ist der Trick ganz einfach, dass man mit den Augen wirklich nur den Koopa fixiert, der auch wirklich die Truhe hat und dann mit den Augen halt den Panzer verfolgt und sich von den anderen nicht aus der Ruhe bringen oder verwirren lässt, dann schafft man das schon. Dann ist das gar nicht so schwer. So hab's ich jedenfalls immer schon gemacht und hab's immer geschafft. Na, was habe ich gesagt? Total einfach war das. Aber das heißt, ein weiteres Extra-Leben werde ich jetzt noch durch die Münzen bekommen, weil hier kriege ich ja eh nochmal 10 beim Turmschläger. Zertrümmere alle Holzkisten im Boxenstapel, erreiche die Schatztruhe, um den Level zu beenden. Piece of Cake. Start.
total einfach. So Leute, und jetzt das letzte Minispiel vor dem Ziel. Welt 9.5, was kann das wohl sein? Richtig, das Plattformchaos. Springe von einer herabfolgenden Plattform zur anderen, beende den Level, in dem du als erstes ins Ziel kommst. Und dann haben wir es endlich geschafft, Leute. Und das Minispiel ist eigentlich auch total einfach. Für das letzte Minispiel viel zu einfach, Leute, wie die anderen einfach mal runtergefallen sind. Was für Trottel. Leute, ich hab's geschafft. Die Minispielinsel ist geschafft, denn jetzt sind wir endlich am Ziel. Da steht auch nochmal schön auf der Wolke, steht noch Goal, Englisch für Ziel. Also, Leute, wir sind fertig. So, das Ziel. Das Ziel des Spiels. Feld betreten, ja klar doch. Geschafft! Das Ziel! Unglaublich! Was ist das? Jemand reitet auf einer Wolke auf zu uns. Ist das vielleicht... Es ist Toad! Toad kommt auf der Wolke hierher. Warte einen Moment. Zu guter Letzt musst du gegen mich antreten. Wir werden eine Runde auf der Rennbahn drehen. Also los geht's! Drücke den Joystick leicht und fahre den Auto ins Ziel, wenn das Rennen den Level zu beenden. Tja Leute, voll fiese Überraschung, nicht wahr? Man denkt, man hat es geschafft, aber man muss noch ein allerletztes Minispiel gewinnen, nämlich jetzt die Rennbahn 2, also quasi die schwierigere Strecke. Und ich muss da noch eins dazu sagen, als Kind habe ich eine Ewigkeit gebraucht, dieses letzte Minispiel zu gewinnen. Da habe ich so dermaßen viele Versuche gebraucht, das war Wahnsinn, weil ich es irgendwie nie geschafft habe, gegen Toad zu gewinnen, weil der fährt nämlich echt wie eine Eins. Also ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe. Ich habe das echt saumäßig schwer in Erinnerung. Ich habe es gehasst, da gegen diesen kleinen Stinker zu fahren. Der hat es irgendwie immer als Erster ins Ziel geschafft, egal wie gut oder schlecht ich gefahren bin. Und als ich es dann damals irgendwann endlich nach gefühlten Millionen Versuchen endlich mal geschafft hatte, war ich dann so happy und so glücklich. Aber ja, mal schauen, wie ich mich dazu anstellen werde. Das allerletzte Minigame, die schwierigere Rennbahn, kommt jetzt dran. Und ich muss einfach gewinnen, ich muss einfach, ich muss! Ich wusste, du würdest in den Welten der Barbare leicht zum Superhelden werden. Ja, gute Arbeit, Mario. Wie könnte es anders sein? Der Gastgeber kann eben nicht verlieren. Du gibst mit Sicherheit einen würdigen Superhelden ab, das kann jeder bestätigen. Wir erwarten in den kommenden Abenteuern nun eine ganze Menge von dir. Viel Glück. Es ist nichts Besonderes, aber nimm bitte dieses Geschenk. Dieses seltene Minispiel findet man sonst nirgendwo. Du kannst es in Toad City im Minispielhaus spielen. Ich habe es als Einspielerspiel hinzugefügt. Komm bald wieder zum Spielen auf die Minispielinsel. Wir freuen uns darauf. Also Mario, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, super, du hast alle Minispiele gewonnen. Dafür bekommst du noch ein Geschenk, Mario. Du findest es in der Einspielerspielecke des Minispielhauses.
Ja, möchtest du den Spielstand abspeichern, aber klar doch! Ist das geil! Minispiele gewonnen, 50 von 50! Leute, die Minispielinsel ist damit geschafft! Ja, dann lass uns nach Toad City zurückkehren! Einfach nur geil. Ich hab's geschafft, sogar gleich beim ersten Versuch. Ja gut, als Kind, ich glaube, als Kind bin ich meistens immer viel zu schnell gefahren. Dann hat sie mich in den Kurven immer gedreht. Und dann hatte ich das deswegen auch nicht geschafft. Jetzt mittlerweile kann ich das ja ganz gut. Aber früher als Kind, ich hab geglaubt, ich verzweifle an dem letzten Minispiel. Alles andere immer schon gut geschafft, aber bei dem, ich bin damals wahnsinnig geworden. Ich hab mir gedacht, Alter, das kannst du gar nicht schaffen. Und irgendwann hat's dann endlich mal geklappt und dann war ich so happy. So, und jetzt quasi noch als ganz kleinen Bonus für den Part, weil dann ist nämlich das Let's Play vorbei, zeige ich euch natürlich noch, was das für zwei Minispiele genau sind. So, Alter, nur 258 Münzen. Ich meine, ja, wenn es wirklich 100% komplett sein sollte, müsste ich ja nochmal Münzen farmen gehen, um die letzten 10 Minispiele zu kaufen. Wobei natürlich das auch reichen würde bei dem Minispielautomaten. Da bist du schon im Laden mit den Kugeln da, aber trotzdem. So, ne, Minispiele kaufen eigentlich nicht. Da wählt man jetzt auch nicht ihn an, sondern seine Glaskugel. Hier kannst du die gefundenen Minispiele spielen. So, möchtest du Minispiele spielen? Ja. Schlägt er sein Buch auf und jetzt... ja, Anzahl der Spieler immer einer hier, so. Icke und und so, passt schon, so. Schwierigkeitsgrad ist normal, passt schon, so. Anzahl der Spieler ein Spiel, Spielerauswahl, bla 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 bla, Spielerleitungen an, bla bla bla, ja, passt schon. So, ein Spieler. Und jetzt, ihr seht, der grüne Sterne bedeuten immer, dieses Minispiel habe ich schon gekauft. So, und jetzt haben wir hier... tatsächlich Kugellabyrinth 1 und Kugellabyrinth 2 und sogar noch eine Zeile mit Fragezeichen. So, Kugellabyrinth 1. Und seht euch an, was das jetzt hier für ein krasses Minigame noch ist. Ein richtiges geheimes Minispiel. Also das Kugellabyrinth 1 bekommt man automatisch, wenn man die Minispielinsel geschafft hat. Und Kugellabyrinth 2, wenn man alle 50 Minispiele gewonnen hat, dann gibt es das noch oben drauf. Bewege dich mit dem Ball bis zur Ziellinie. Steuere vorsichtig mit dem Joystick, um nicht herunterzufallen. Ganz genau. Also das ist ein reines Geschicklichkeits-Minispiel. Da sind wir sogar im Vorspiel, da gibt es eine kleine Abkürzung zu Beginn. Und was ich jetzt versuchen werde beim Kugellabyrinth 1 und auch beim zweiten, ich werde versuchen, einen neuen Rekord aufzustellen. Hoffentlich schaffe ich das auch. Ich habe das nämlich schon ewig nicht mehr gespielt. Ready? Mario wins! Und neuen Rekord habe ich auch noch aufgestellt. Einfach nur geil! Na, das lief doch richtig spitzenmäßig. So, und jetzt dasselbe noch einmal. Allerdings mit Kugellabyrinth 2. Da gibt es aber sogar gleich zwei Abkürzungen, die man nehmen kann. Und ich glaube auch lieber sollte, damit man auch da einen neuen Rekord aufstellen kann. So, auch hier heißt es wieder, bewegt sich mit dem Ball bis hin zur Ziellinie und drücke langsam die Joystick, um zu steuern. Ja, es ist natürlich eine bedeutend schwierige Strecke. Eigentlich gibt es ja sogar drei Abkürzungen. Ganz da hinten gibt es nochmal eine, so ganz oben da. Das ist so ein grüner Pfad, den man nehmen kann. Die anderen so aus Holz, aber an sich wesentlich kurviger die Strecke. Vor allem vor der Ziellinie noch ziemlich rumgezackt, so irgendwie, naja. Ich gebe mein Bestes.
Ready? Go! Genau! Und wieder ein neuer Rekord aufgestellt! So schwer ist das doch gar nicht! Das ist seltsam. Dort ist noch ein weiteres Einspielerspiel. Und siehe da, auf einmal haben wir hier unten auch noch das Kugellabyrinth 3, weil das schaltet man nämlich nur frei, wenn man im Kugellabyrinth 1 und Kugellabyrinth 2 einen neuen Zeitrekord aufstellt. Dann kann man noch die schwierigste Version spielen, nämlich, Alter, wie das aussieht, komplett ohne Abkürzungen. Kugellabyrinth 3, das spielen wir natürlich auch noch und dann ist aber Schluss. Das ist jetzt nochmal eine richtige Meisterstrecke. Ganz ohne Abkürzungen und ziemlich krasse Kurven. Also, wie gesagt, ich darf nur nicht ins Wasser fallen, weil sonst habe ich verkackt. Und los! Ready? Jawoll! Und auch das dritte Kugellabyrinth habe ich geschafft mit einem neuen Rekord. Einfach nur geil! So Leute, und das war's! Das Spiel ist durch, mehr oder weniger. Also jetzt einfach mal alles gezeigt, bis auf... Gut, das Minispiel stand, um ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig und nicht so interessant. Das wäre nämlich hier drüben der Kessel des Könnens für das Minispielstadium. Da drin spielt man aber nur Münzen. Es gibt keine Sterne. Man kriegt Münzen, glaube ich, sogar, soweit ich weiß, nur wenn man Minispiele gewinnt und wenn man auf blauen Feldern so landet, kriegt man gar kein Geld. Und das ist so ein bisschen, naja. Also ich persönlich möchte das jetzt nicht mehr zeigen, das ist nicht mehr so spannend. Wichtig war mir jetzt euch noch die Minispielinsel zu zeigen, das habe ich auch. Und jetzt noch diese drei geheimen Minigames. Und ich würde sagen, das reicht. Das Let's Play ist lang genug und deswegen würde ich jetzt gerne mal Schluss machen. Mir hat es aber sehr viel Spaß gemacht, den ersten Teil nochmal zu zocken. Und ja, könnt ihr jetzt mal selber in die Kommentare schreiben, wie hat euch das Let's Play gefallen, wie gefällt euch überhaupt Mario Party 1 im Vergleich zu den anderen Teilen. Also ich muss natürlich schon zugeben, ich finde den ersten Teil von den N64 Teilen, also Mario Party 1, 2, 3 natürlich am schlechtesten, weil der zweite und auch der dritte Teil einfach viel besser sind. Die Minispiele sind abwechslungsreicher, die Bretter sind noch viel geiler und was ich alleine am zweiten Teil schon mal besser finde, ab dem zweiten Teil kann man dann auch Items benutzen, also richtig benutzen, indem man sie auf dem Brett kauft und dann einsetzt. Da war ja der zweite Teil das erste Mario Party, was das gehabt hat. Da hatte zwar jeder nur immer ein Item, im dritten Teil konnte dann jeder bis zu drei haben und das wurde dann eigentlich immer fortgeführt.
Wobei ja dann der fünfte, sechste und siebte Teil, die hatten ja dann wieder was anderes. Die hatten dann keine normalen Items mehr, sondern diese Kapseln. Das hat sich dann wieder ein bisschen geändert. Im achten gab es dann diese komischen Bonbons und 9 und 10 sind überhaupt komplett wieder anders. Also es hat sich dann schon immer so ein bisschen geändert. Aber ich persönlich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, für euch dann auch noch den zweiten Teil Let's Playen zu können, Mario Party 2. Der gefällt mir einfach um einiges besser. Die Bretter sind noch viel cooler. Vor allem verkleiden da sich alle nach bestimmten Themen immer. Finde ich richtig super. Und es ist einfach viel mehr los auf den Spielbrettern. Es gibt einfach viel mehr Ereignisse und so weiter. Man kann, wie gesagt, Items kaufen. Und es gibt neue Minispielarten. Es gibt Item-Minigames. Duell-Minispiele gibt es. Und solche Kampf-Minispiele, wo jeder in so einem Wettbewerb antritt und dann Münzen gewinnen kann. Also da sind neue Minigames auch dabei. Wir werden zwar im zweiten Teil einige aus dem ersten Teil wiedersehen, die sich optisch ein bisschen verändert haben. Aber auch das finde ich gar nicht mal so schlimm. Und auch da gibt es im zweiten Teil was Ähnliches wie die Minispielinsel. Nämlich die sogenannte Minispielbahn. Die aber in meinen Augen noch viel geiler gemacht ist als die Minispielinsel. Aber es ist ja auch ein bisschen schwieriger dann. Also ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. Der ist auf jeden Fall um einiges besser als der erste Teil. Aber das ist ja Geschmackssache. Also, recht herzlichen Dank. Das war mein Let's Play zu Mario Party 1, dem allerersten Teil. Meine Güte, bin ich vielleicht alt geworden. Danke fürs Zusehen.